What do you think? It doesn't really get much fresher than that, but... It's pretty fresh. Yeah. Your ride on Carl, your first ride on Carl. My first ride on Carl was pretty badass. I think he did pretty well today, didn't he? I think he did great after being sitting around waiting for you to get back how many years here. He was like, yep, I'll show you. I was ready to go. You weren't. No, I definitely wasn't. And I even caught a fishy, he says. But it's the first tuna that Carl ever caught. Is it? Yeah. Wow. There's only been sierras, and I thought it was a wahoo, but someone said it wasn't. But congrats. Wir haben in Puerto Lindo für 2 Tage auf ein besseres Wetterfenster gewartet und als wir dann losgefahren sind, hatten wir richtig gute Segelbedingungen. 15 Knoten Wind und ungefähr 2 Meter Welle, vielleicht ein bisschen wellig. Und weil ich länger nicht draußen war, habe ich den Seegang auf jeden Fall doch ein kleines bisschen gemerkt. Be enjoying this evening, Carl. Thank you for going so fast to actually catch a toonie, because that's what they like. Hey, and we made a new maximum speed, 8.5 knots. Woohoo! May have been down swell, but we were going really fast. Von Puerto Lindo nach San Blas sind es ca. 50 Seemeilen und als wir in der Bucht von Isla Elefante angekommen sind, wurde es gerade dunkel, also perfektes Timing. So really good. That was the first sail. Ja, das war der erste Turn nach meiner Rückkehr und es tat total gut, wieder unterwegs zu sein und wieder etwas Vertrauen in Carl und mich zu fassen. Und jetzt bin ich wieder in den San Blas-Inseln und muss eine kleine Arbeitsliste abarbeiten, bevor ich zu meinem nächsten Einhandturn aufbrechen kann. Also, bis zum nächsten Mal.